Wie alt sind Sie jetzt, wenn ich fragen darf? 35. 35. Sie haben sich die letzten 35 Jahre mit der chilenischen Papaya-Zucht beschäftigt. Ich, für mich, habe mich mit der politischen Historie beschäftigt. Ich habe das Kacken im Gegensatz zu Ihnen. Nein, schauen Sie, recht, ja? Jedes Mal, wenn in diesem Land der Bank in die Luft geht, ich denke an die BAWAG, an die Kommunalkredit oder jetzt an die Commerzbank, musst du immer an die Sozialdemokratie denken. Ja, genau. Das ist automatisch in dem Land so. Wissen Sie, die BAWAG hat auch die Sozialdemokratie und der mächtige Gewerkschaftsbund gegen die Wand geführt und gläubige Interessen sind hintangestanden. Bis heute sind die roten Verantwortlichen der Kommunalkredit nicht zur Verantwortung gezogen worden, obwohl die aus dem Bankenpaket in Wahrheit ihre Malversationen auch über den Steuerzahler abgedeckt haben. Und jetzt sehen wir, dass hier in diesem kleinen Mattersburg ein System eines größenwahnsinnigen Bankvorstandes geherrscht hat, der sich nach beiden Seiten hin, sagen wir es einmal so, sehr gut abgesichert hat. Der hat sich den schwarzen Dachdecker und den Fleischer, also Leute, die in Wahrheit genauso wenig von einer Bank Verständnis haben, wie sie von Ackerbau und Viehzucht, dort eingesetzt in den Aufsichtsrat. Bei Papayas kennen sie sich auch, möglicherweise auch bei Bananen, das sei ihnen auch zugestanden. Hat sich dort eingesetzt. Und dann hat er natürlich geschaut und im Burgenland, Herr Dr. Bornmänner, kommst du an der Sozialdemokratie nicht vorbei. Das mag im einen Fall in Ihrem Interesse vielleicht ein Vorteil sein, im Fall der kleinen Sporer ist es jetzt ein Nachteil. Und hat sich es natürlich mit den örtlichen Autoritäten aus dem sozialdemokratischen Stall zugestellt. Und das jetzt nur einmal bei Gelegenheit. Ein sozialdemokratischer Landesrat am Samstag mit Schimpf und Schande vom Hof des Eisenstädter Landhauses gejagt wird und Sie hätte da sitzen und nicht einmal seinen Namen verwenden. Na, was hätte ich mir anhören können, wenn ein freiheitlicher Landesrat zurücktreten hätte müssen, weil irgendwo eine Volksbank in die Luft gegangen wäre? Verbrecherpartie, Mafia-Kartell, Stahlhelm-Kameraden, die im Champagner der armen Sparer baden und heute sitzen sie da, schneidig in ihrem Twitzer-Co und lachen. Sind ja nur ein paar Sparer. Und der Herr Doskozil ist unschuldig, die Schwarzen sind auch unschuldig und am Ende wird es der Herr Bucher der Bankvorstand sein. Das wird der nützliche Idiot sein, wie bei der BAWAG, der Herr Elsner sitzen gegangen ist. Alle anderen sind vornehm im feinen Tuch im schwarzen Kamel gesessen, aber der Herr Elsner hat die Stahlkugel an den Fuß bekommen. Das wird aber nicht so funktionieren, ja. Denn Gott sei Dank, ja, jetzt unabhängig von den parteipolitischen Scharmützeln, die jetzt stattfinden, die Schwarzen sagen die Roten wollen es und die Roten die Schwarzen sagen es, gibt es Kontrollinstanzen. Die hat sowohl der burgenländische Landtag mit der Möglichkeit der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und die hat neuerdings auch der österreichische Nationalrat, wenn ich heute dem Fraktionsführer der Freiheitlichen Glauben schenken darf, ich habe es auf deiner Seite UE24 gelesen, Hafenecker, der dort angekündigt hat, jawohl, offenbar hat dieser Herr Illetitz eine gute Geschäftsverbindung zur Novomatic gehabt und über diesen Weg wird man jetzt den Weg finden, den Herrn Illetitz einmal in den Untersuchungsausschuss vorzuladen. Das wäre durchaus interessant und wissen Sie, warum es interessant ist? Es geht nicht darum, den Herrn Doskozil anzuschweinern. Es geht auch nicht darum, einen Schwarzen anzuschweinern oder sonst wen. Das brauchen wir beide sowieso nicht, das können wir allen in der Politik überlassen. Mir geht es darum, zu schauen, von wem wir die 600 Millionen Euro bekommen, die verschwunden sind, die jetzt da die kleinen Mattersburgerinnen und Mattersburger, die burgenländischen Klein- und Mittelbetriebe, zwar Event-Großveranstalter, die unter Corona ohne dies leiden, dort in Wahrheit versenkt worden ist und Betriebe, die jetzt in Schieflage geraten. Es wird, was ich ja an der burgenländischen Landesregierung kritisiere, da fehlen jetzt über Nacht 600 Millionen Euro in der Bilanz. Da fehlen hunderte Millionen Euro den Gläubigern. Hat jetzt irgendeiner die letzten 7 Tage daran gedacht, wie es am Menschen geht, der vielleicht sein ganzes Leben lang gespart hat und dann 150.000 Euro gehabt hat, die er vererben wollte oder was auch immer, oder sich einen alten Sitz bauen wollte, der jetzt 50.000 Euro verloren hat? Ja? Haben wir uns das einmal überlegt? Oder ein Kleinbetrieb mit 20 Mitarbeitern, der sich ein ansehnliches Vermögen von vielleicht 400.000, 500.000 Euro geschaffen hat und gesagt hat, so, ich verwirkliche mir jetzt meinen Traum, ich will ein Haus am Neusiedlersee bauen. Ja? Ich will jetzt dort leben um 400.000 Euro und das Geld ist weg. Und er hat 45 Jahre geschuftet, ja, damit irgendein roter Landesrat eine Goldplatine kriegt oder einen Goldborn und dass Sie heute da sitzen als Oberverteidiger und so, na, die haben ja eh alle nichts dafür. Der kleine Herr Bucher war es, der Kleinkriminelle, Pinky und Brain in einer Person, der hat dieses ganze Schauspiel Mattersburg über Jahre hinweg gehalten, hat eigenhändig dafür gesorgt, dass die Staatsanwaltschaft nicht ermittelt, eigenhändig dafür gesorgt, dass die Finanzmarktaufsicht ermittelt und das ist der einzig Schuldige. So einfach kommen Sie mir aus der Nummer nicht aus, guter Mann. So, gut, ich glaube, du bist